Und heute gibt es endlich das erste kurze Zwischenfazit zur Mittelkonsole, was ich euch jetzt schon eine Weile schuldig bin. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt's ja, wie versprochen, dann ein bisschen später, wie eigentlich versprochen. Aber heute soll es dann das erste kurze Zwischenfazit zu der eingebauten Mittelkonsole geben. Ja, wie ihr alle gesehen habt, habe ich ja vor kurzem diese Dritthersteller, nennen wir es mal so, Mittelkonsole eingebaut. Wir haben gesucht nach einer Mittelkonsole. Es gibt... Wir haben drei Möglichkeiten gefunden. Ja, zum einen gibt es die Originalmittelkonsole zum Nachrüsten durch das Service Center bei Tesla. Die Option ist bei uns aber flach gefallen. Wir hatten ziemlich lange Zeit ein Model X und in diesem ist diese Mittelkonsole auch verbaut. Und ja, das ist einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, die Mittelkonsole, die originale Mittelkonsole hat viele schöne Möglichkeiten, aber ja. Ist einfach nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Dann gibt's eine andere Mittelkonsole, die wir ausfindig gemacht haben. Ich setze auch hier mal den Link unten rein. Ich bekomme aber nichts dafür. Und zwar ist es, ich glaube, von DS Design heißt die Firma. Ich weiß nicht genau. Ist von der Ann-Christine heißt sie, genau, dem Tesla-Chaot. Hat auch einen YouTube-Kanal. Auch den verlinke ich mal unten rein in die Beschreibung. Auf jeden Fall machen die auch wirklich schöne Mittelkonsolen. Allerdings ist die für uns aus zweierlei Gründen aus der Auswahl gefallen. Denn zum einen muss man da dieses normale Fach, was ja unter dem Touchscreen verbaut ist, rausbauen. Was zwar kein großes Problem ist, aber wir wollten das gerne weiterhin haben und auch nutzen. Gerade jetzt mit dieser Schublade oder mit diesem Schubladeneinsatz, den ich ja vorgestellt habe, ist es eine wirklich coole und praktische Sache. Also den wollten wir weiterhin nutzen als zusätzliches Staufach oder Stauraum. Und zum Zweiten ja, hat es uns einfach optisch nicht so ganz zugesagt, weil wir brauchen dann auch diesen Getränkehalter-Einsatz, den es da extra zu kaufen gibt und so weiter. Und der ist einfach so Edelstahl-Optik und das hat uns jetzt nicht so ganz gefallen. Wir wollten es einfach schlicht haben, denn der Tesla ist ja relativ schlicht aufgebaut, das Interieur. Sehr minimalistisch quasi und das wollen wir einfach weiterhin beibehalten und deswegen haben wir uns für diese Mittelkonsole entschieden. Ja, und da wären wir auch schon beim Thema. Möchte noch ganz kurz ein paar Worte zum Einbau sagen. Der Einbau ging ja wirklich ratzfatz über die Bühne. Ihr habt es ja mitbekommen, das Videomaterial war nicht zu verwenden, da ich selber immer im Weg war und man somit nichts gesehen hat. Nichtsdestotrotz habe ich das Ganze aber ja glücklicherweise noch mit fotografiert, die einzelnen Bausteps, sagen wir mal, die Bauabschnitte. Und konnte es euch dann so wenigstens noch ein bisschen zeigen. Was man auf den Fotos natürlich nicht sehen kann, ist der Zeitaufwand. Aber ich kann es euch sagen, der Zeitaufwand war alles in allem ungefähr 25 Minuten, 30 Minuten. Also mehr wie 30 Minuten hat es nicht gebaut, hat es nicht gebraucht, das Einbauen. und demnach war das wirklich sehr, sehr schnell erledigt. Das ist auch wirklich sehr einfach. Das sollte eigentlich jeder schaffen, der auch nur einen Hauch von handwerklicher Begabung besitzt. Also auch du. Im Prinzip ist es nur, dass diese beiden Wangen links und rechts eingesetzt werden. Dann werden diese Mittelstege eingesetzt. Bisher ist alles noch ohne Schrauben und so weiter. Und erst dann kommt ein Plexiglas-Einsatz oben rauf und der wird dann erst verschraubt. Und somit verspannt sich das auch dann alles schön in der Mittelkonsole. Das heißt, das Ding bewegt sich keinen Millimeter mehr, ist aber nicht verschraubt. Ja? Das heißt, es hat einen festen Sitz, ohne dass es verklebt oder verschraubt wurde. Einfach nur dadurch, dass es sich selber drin verspannt. Ja, im nächsten Schritt kommt dann erst die finale Oberplatte drauf oder die Sichtplatte, sagen wir mal so. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Das Schöne ist, das Ganze ist indirekt beleuchtet. Das heißt, in der Nacht, ich füge auch mal ein Foto nochmal ein, sind diese Umrahmungen von diesen Fenstern beleuchtet. Und es sieht nachts wirklich schön aus. Und tagsüber, wie gesagt, sagt uns da meistens zu, dass man einfach noch weiterhin dieses cleane Finish hat, worum es im Tesla ja auch grundlegend geht. Ja, dann wurde von vielen Leuten bemängelt, in Anführungsstrichen, dass es hier keine Klappen gibt an sich, sondern nur so Fächer zum Aufmachen. Und ob das nicht unpraktisch ist, beziehungsweise was man dann mit diesen Deckeln, ich nenne es mal Deckel,
was anderes ist eigentlich, was man mit diesem macht, wenn man dann da rein will. Nun, mag nicht für jeden das Passende sein, ja, aber für uns ist es so, wir an sich benutzen diese Mittelkonsole recht wenig im täglichen Alltag. Das heißt, bei uns kommt da so gut wie nichts rein normalerweise. Und von dem her bleibt es bei uns meistens verschlossen. Selbst wenn man was reintut, mit einer Hand macht man es auf, mit der anderen Hand legt man das rein, was man reinlegen will. Und dann macht man den Deckel wieder drauf und der Fall ist erledigt. Für die intensivere Nutzung, das heißt, das kommt bei uns meistens dann nur vor, wenn wir längere Strecken fahren, dann nehmen wir einfach die Deckel ab und schmeißen sie ins Handschuhfach. Dann sind sie nämlich auch aufgeräumt und verstaut. Und dann ist die Mittelkonsole offen und wir können sie nutzen für Getränke und für das ganzen Schnickschnack, was man einfach so auf einer längeren Strecke braucht, Snacks und so weiter und so fort. So, dafür wollten wir hauptsächlich diese Mittelkonsole haben, um einfach Staufach zu haben oder Stauraum zu haben, wo man schnell was verstauen kann, ohne dass man es dann großartig sieht, also dass es weiterhin aufgeräumt aussieht. Und zum anderen eben für längere Strecken, um dann halt Getränke drin abzustellen und die Snacks und so weiter, um dann einfach gleich Zugriff drauf zu haben. Und wie es das Wort schon sagt, auf längere Strecke möchten wir ja gleich Zugriff drauf haben, sprich nicht extra noch eine Klappe erst aufmachen und dann Zugriff, sondern deshalb, wie gesagt, bei längerer Fahrt ist das Ganze da einfach offen, wenn man es wirklich braucht. Und ansonsten ist das Ganze einfach meistens verschlossen und der Fall ist erledigt. Ja, wie ihr gesehen habt, ist ja da so ein im mittleren Fach so ein Handy-Einsatz drin. Jetzt kommt der Wermutstropfen. Ich habe ein iPhone XS. Nicht das Max, sondern das normale. Und das passt schon nicht mehr rein. Das ist schon leicht zu groß. Das heißt, leider Gottes, für die meisten moderneren Handys wird dieser Einsatz einfach schlicht und ergreifend zu klein sein. Da werde ich der Firma auch nochmal schreiben und mal fragen, ob es da die Möglichkeit gibt, das Ganze größer ausfallen zu lassen. Weil ansonsten ist das Ganze, also für mich zumindest, nicht nutzbar. Ist schön, dass es das gibt. Und für diejenigen unter euch, die noch ältere Handys haben und ein bisschen kleinere oder generell kleinere Handys haben, ist das eine super Sache. Könnt ihr das Handy reinlegen, es kann gleichzeitig geladen werden. Meine Idee wäre jetzt da sogar gewesen, hätte mein Handy reingepasst, hätte ich von unten dann noch eine G, nennt man glaube ich, ne? Also so ein Wireless-Ladepad verbaut. Das heißt, ich hätte mein Handy einfach nur reinlegen müssen und es hätte dann kontaktlos quasi geladen. Ja, wie gesagt, für mich fällt das Ganze flach oder für uns generell. Meine Frau, ihr Handy ist noch viel größer wie meins und von dem her fällt es einfach flach. Nicht nutzbar für uns, aber wie gesagt, ich gehe da mal davon aus, wenn ich da mit dem Hersteller in Kontakt trete, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man das in Zukunft auch noch größer produziert, dass einfach auch noch, ja, eigentlich die gängigsten Handys, die es ja heute so gibt, die moderneren, dass die dann auch reinpassen. Sollte möglich sein. Und dann ist es echt eine schöne Sache und wenn man es nicht braucht, kann man es rausnehmen und hat darunter dann noch jede Menge Stauraum. Ja, das ist eigentlich erstmal zu meinen Erfahrungen, beziehungsweise zum, ja, doch kann man sagen, zu meinen Erfahrungen bis jetzt zu dieser Mittelkonsole. Wir haben sie ja jetzt erst eine knappe Woche eingebaut und demnach kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber es wird so sein, dass ich dann vor allem, wenn wir dann mal eine längere Tour damit gemacht haben und so weiter, nochmal ein Fazit bringe, wie sich denn das ganze Ding im Alltag schlägt. Zur Verarbeitung muss ich sagen, es ist wirklich super verarbeitet. Ja, die Seitenwangen sind in, jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig sage, Alcantara bezogen, wobei das hier dürfte ein Alcantara-Imitat sein, was aber nicht schlimm ist, weil optisch und vom Anfassen her ist es eigentlich so ziemlich genau gleich wie bei uns im Dachhimmel und vorne auf dem Armaturenbrett, wo ja auch Alcantara verbaut ist. Und wie gesagt, ihr seht ja, die Oberseite ist in Hochglanzfinish. Der Hersteller meint, er kann es in so ziemlich jedem, in so ziemlich jeder Oberflächenoptik machen. Das heißt, wenn ihr Carbon verbaut habt, so wie wir im Auto, könntet ihr das auch in Carbonoptik machen. Allerdings haben wir uns dagegen entschieden, da das Carbon oder die Carbonoptik, die der Hersteller anbietet, wohl glänzend ist. Und wie ihr wisst, ist das Carbon, was in Tesla verbaut ist, matt und somit hätte es nicht ganz gepasst. Und daher haben wir uns für die Hochglanzoptik entschieden, weil das dann einfach mit dem Monitor, wenn er aus ist und so weiter, bildet es eine Einheit und ja, sieht einfach schick aus dann, wie wir finden. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Demnach hoffe ich, dass ich euch so einen kleinen Einblick und Überblick geben konnte über diese Mittelkonsole. Wenn sie euch gefallen sollte, habe ich auch da den Link unten reingesetzt. Ich sag's nochmal, ich bekomme kein Geld dafür. Habe auch die Mittelkonsole selber bezahlt
Und demnach habe ich da keinen Benefit davon, falls ihr die kaufen solltet. Der Preis, seht ihr ja selber, wenn ihr anschaut, sind knapp über 800 Euro. Wie ich finde, bisher hat sich's gelohnt. Auch die 800 Euro ist es wirklich wert. Ja, es gibt günstigere Mittelkonsolen. Aber wie gesagt, das ist einfach eine Sache auch von Optik und was einem persönlich am besten gefällt. Bei uns war es jetzt erstmal diese Mittelkonsole. Und ja, arg viel mehr kann ich eigentlich gerade noch nicht dazu sagen. Wie gesagt, das Ganze kommt dann zum späteren Zeitpunkt, wenn ich noch ein bisschen mehr dazu sagen kann. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Aber für jetzt soll es mal so ja, gewesen sein. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vergesst das Abonnieren nicht, würde mich sehr freuen. Auch das Glöckchen nicht vergessen zu drücken. Auch wenn viele finden, dass es vielleicht ein bisschen ein Gebettel sein soll. Ich will nicht drum betteln um Abonnenten oder sonst irgendwas, aber ich will einfach daran erinnern, dass ihr einfach keine Videos verpasst, wenn ihr das macht. In diesem Sinne, Freunde, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten gerne konstruktive Kritik in die Kommentare und auch sonst freue ich mich, wenn ihr kräftig Kommentare schreibt und ich somit mit euch in Interaktion treten kann. Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, was haltet ihr persönlich von dieser Mittelkonsole? Gefällt sie euch oder wäre es nicht so ganz euer Ding? Gefallen euch andere besser? Habt ihr vielleicht noch mehr Mittelkonsolen oder wisst ihr von noch mehr Mittelkonsolen wie die drei, die ich genannt habe? Und ja, ich freue mich auf den Kontakt mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Video und bis ganz bald.